Moin moin Leute, mein Name ist Ree Phaser und heute geht es um Kapitel 17 von Dragon Ball After the Future von Young Gigi. Falls ihr die vorherigen Kapitel verpasst habt, findet ihr einen Link zu allen in der Videobeschreibung. Sämtliche Rechte des Bildmaterials liegen selbstverständlich bei dem Ersteller von Dragon Ball After the Future und ihr findet in der Videobeschreibung einen Link zu seiner offiziellen Facebook-Seite, wo ihr auch all seine Werke bestaunen dürft. Mit der Kraft von allen Saiyajins hat Goku nun die ultimative Kraft in sich absorbieren können und steht Super Su Shenron gegenüber. Das letzte Mal habe ich Shenron versprochen, dass die Menschen ihre Welt aus eigener Kraft beschützen würden, sagt Goku zu ihm. Und genau aus dem Grund wird seine nächste Attacke die letzte sein, denn er packt alles, was er hat, in diese rein. Und Goku stürmt ohne weitere Worte auf Super Su Shenron zu. Er trifft ihm mit Wucht in den Magen, mit Pan an seiner Seite. Daraufhin verpasst er ihm einen rechten Haken ins Gesicht, mit Goten an seiner Seite. Mit der Kraft von Trunks trifft der Super Su Shenron gezielt mit dem Ellbogen im Gesicht. Mit der Hilfe von Vegeta einen Knieschlag in den Kinn, der Super Su Shenron weit zurück befördert. Und mit der Kraft von Gohan einen Kinnhaken als Abschluss des Angriffs. Während Super Su Shenron noch in die Luft steigt durch den Kinnhaken, lädt Goku seine Faust mit der Kraft von allen Saiyajin ein letztes Mal auf. Und mit einem finalen Angriff greift der Super Su Shenron mit einer Dragon Fist an, genauso wie King Piccolo zu Dragon Ball und Super 17 zu Dragon Ball GT Zeiten. Der finale Schlag durchbohrt Super Su Shenron. Und Goku sagt, dass sie alle dankbar für die Dragon Balls sind und sich sehr wahrscheinlich irgendwann wieder auf sie verlassen müssen. Aber sie sind auch der Grund für die schwarze Energie und somit den Schattendrachen. Genau aus diesem Grund muss er es auch nun beenden. Und er setzt zu einem letzten, den Limited Kamehameha an, der Super Su Shenron komplett trifft und endgültig vernichtet. Und damit ist es vorbei. Goten und Trunks freuen sich über den Sieg, Vegeta schaut erfreut und Ub wird dank Kibito Kai doch wieder zu seiner normalen Form gebracht. Zurück auf dem Planeten der Kaioshin haben sie alle 7 Dragon Balls wieder zusammen. Goku tut es leid, dass er letztendlich mal wieder der Grund für all die Probleme war und so machen sie sich gemeinsam auf den Weg zur Capsule Corporation, wo die Leichen von Gohan und Pan aufbewahrt werden, um Shenron zu rufen. Dort angekommen ruft Goku Shenron und der Drache erscheint, rein und ohne böse Energie von allen Beteiligten. Shenron bedankt sich bei Goku, dass er die schwarze Energie gereinigt hat und die Schattendrachen mit seiner eigenen Kraft besiegen konnte. Er ist sich sicher, dass Goku von nun an auch dafür sorgen wird, dass die Schattendrachen nicht wieder erscheinen werden. Und doch fragt er sich, was Goku nun für einen Wunsch hat. Goku entschuldigt sich, nun doch wieder auf Shenron angewiesen zu sein. Doch das kann nur er bewerkstelligen. Er wünscht sich, dass alle, die bei den letzten Kämpfen gestorben sind, wie Gohan und Pan, wiederbelebt werden. Und sein Wunsch wird ihm gewährt. Gohan und Pan erwachen wieder zum Leben. Und alle Freunde und Familie freuen sich über den glücklichen Ausgang der Kämpfe gegen die Schattendrachen. Noch während Pan sich über die aktuelle Situation freut, fällt ihr auf, dass Goku wieder da ist. Ihr Großvater, den sie seit dem Kampf gegen Omega Shenron vor Jahren für tot gehalten hat. Und sie rennt sofort weinend auf ihn zu. Willkommen zurück, Großvater, sagt sie zu ihm. Und Goku erwidert nur: Ich bin wieder zu Hause. Auf diesem Weg sind die Dragon Balls wieder gereinigt worden und zeitgleich ist die lange und ereignisreiche Geschichte rund um Goku und seine Freunde beendet. Doch das stimmt nicht ganz, denn die Dragon World endet nicht. Diese Welt wird immer bestehen, solange Goku und seine Freunde dort sind.
Damit endet das 17. und letzte Kapitel von Dragon Ball After the Future. Young Gigi hat leider keine weiteren Arcs geschrieben und das ist seine Geschichte, die nun zu Ende erzählt worden ist. Ich hoffe, euch hat die Reihe gefallen und falls es so war, denkt daran, den Kanal zu abonnieren, da es demnächst mit einem neuen Fan-Manga hier weitergeht.